Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Ungarn ist zwar keine Großmacht, besteht jedoch auf einer eigenen, eigenständigen Außenpolitik und erwartet, dass auch größere Nationen diese akzeptieren. Das erklärte der Ministerpräsident am Montag während einer Konferenz in Budapest anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung des Ungarischen Instituts für Außenpolitik. Viktor Orbán sagte, dass Länder mit Großmachtstatus, die über ausreichende militärische und wirtschaftliche Stärke verfügen, Respekt auch ohne besondere Warnungen ihren Partnern gegenüber haben sollten. Ungarn gehört zu den Gewinnern des Umstiegs auf die Elektroautoindustrie und somit zur neuen Ära der europäischen Wirtschaft. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Regierung die bestmögliche Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern erreicht hat, so der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Budapest. Der Minister betonte anlässlich der Ankündigung der Investition von BorgWarner aus den USA, dass das Unternehmen, das derzeit mehr als 1000 Mitarbeiter in Ungarn beschäftigt, aufgrund der geplanten Entwicklung von Produkten im Wert von 25 Milliarden Forint in Oroschlan Hybrid- und Elektroantriebsfahrzeuge herstellen wird. Der Staat unterstützt das Projekt mit 5 Milliarden Forint, was zur Schaffung von 60 neuen Arbeitsplätzen beiträgt. Die Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland haben so tiefe Wurzeln und sind so vielschichtig, dass es nicht ratsam ist, sie nur aufgrund der aktuellen politischen Verhältnisse zu beurteilen, betonte der Minister, der das Ministerium für die Koordination der Regierung leitet. Während einer Konferenz am Montag in Budapest anlässlich des 50. Jahrestages der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland. Der Minister wies darauf hin, dass der Kontakt zwischen Ungarn und Deutschland bereits in der kommunistischen Ära begann. Dies trug erheblich dazu bei, dass die deutsche Wirtschaft seit den 80er Jahren immer wieder ihren Weg nach Ungarn fand. Er betonte, dass Ungarn daran interessiert ist, dass Deutschland eine stabile Regierung hat, die guten deutsch-ungarischen Beziehungen erhalten bleiben und die Diskussion auf allen Gebieten sachlich bleibt. Die Regierung setzt sich für die Förderung des Fischkonsums und die Unterstützung der Fischereiindustrie ein. Daher werden bis 2027 im Rahmen des ungarischen fischwirtschaftlichen operativen Programms plus 700 Millionen Forint für Fischmarketing ausgegeben, sagte der stellvertretende Minister am Montag auf einer Pressekonferenz. Der Minister erklärte, dass der Fischverbrauch pro Kopf in den letzten Jahren mehr oder weniger stetig gestiegen ist. Als das Fischwirtschaftsprogramm 2013 gestartet wurde, betrug er noch 5,4 Kilogramm und stieg bis 2021 auf 6,52 Kilogramm pro Kopf pro Jahr, was einem Wachstum von mehr als 20% entspricht. Das Nationale Steuer- und Zollamt teilte mit, dass Steuerinspektoren in einem bulgarischen Lastwagen gefälschte Batterien, Lautsprecher und Steuergeräte im Wert von etwa 32 Millionen Forint gefunden haben. Den Angaben zufolge wurde im Laderaum des Lastwagens, der von Griechenland nach Spanien unterwegs war, 7840 Batterien, 240 Steuergeräte und 1439 Lautsprecher gefunden. Bei den beschlagnahmten Gegenständen, die die Logos bekannter Marken trugen, handelte es sich um minderwertige Fälschungen, die ohne Genehmigung des Markeninhabers auf den Markt gebracht worden waren. In einer Erklärung wies die Zollbehörde darauf hin, dass mit dem Herannahen der Weihnachtszeit immer mehr gefälschte Waren auf den Markt kommen. Gefälschte elektronische Produkte stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und können Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Der Dieselpreis wird zur Wochenmitte am Mittwoch geändert. Während es für Benzin keine Änderungen geben wird, wird der Einzelhandelspreis für Diesel an den Tankstellen voraussichtlich um 6 Forint brutto niedriger sein. Damit wird der Durchschnittspreis für Diesel auf unter 600 Forint sinken. Benzin wird zu 577 Cent pro Liter und Diesel zu 598 Cent pro Liter erhältlich sein. Die Preise können von Tankstelle zu Tankstelle variieren.
Die ungarische Damenhandballmannschaft verlor am Montag bei der Olympia-Qualifikationsmeisterschaft in Helsingborg mit 24:18 gegen Montenegro und nimmt damit 2 Punkte mit ins Mittelrundenturnier. In der Mittelrunde in Göteborg wird das Nationalteam erstmals am Donnerstag antreten, wobei der Gegner der dritte der Gruppe A sein wird. Das Liget Budapest-Projekt, das in diesem Jahr 10 Jahre alt ist, erhielt den Preis für die beste touristische Entwicklung Europas bei der renommierten Verleihung des World Travel Award. Dies teilte der CEO für die Umsetzung des Projekts verantwortlichen Liget Budapest ZRT mit. Mit dem Gewinn dieser Auszeichnung, auch als Oscar des Tourismus bezeichnet, errang das Projekt den Rang der besten europäischen touristischen Entwicklung bei der umfassendsten kulturellen Stadtentwicklung des Kontinents. Die Erneuerung des Ligets konkurrierte mit den beliebtesten, neuesten touristischen Attraktionen der Welt und sowohl die Jury als auch die Stimmen des Publikums wählten sie zur besten in Europa vor spanischen, portugiesischen und deutschen Konkurrenten. Die World Travel Awards sind eine der angesehensten Auszeichnungen der internationalen Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche und zeichnen jedes Jahr die Besten der Branche unter Tausenden von Teilnehmern aus. Mit der Beteiligung Ungarns begann in Guangzhou, China, der 5. World Media Summit. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Dezember statt und wird von der Xinhua Nachrichtenagentur ausgerichtet. Das Unternehmen hat 450 Teilnehmer aus der ganzen Welt zu der internationalen Konferenz eingeladen, darunter Führungskräfte von Medienorganisationen, Nachrichtenagenturen und internationalen Organisationen. Die Themen des Gipfeltreffens umfassen die Bedeutung der zwischenstaatlichen Kommunikation, die Erkundung neuer Märkte im digitalen Zeitalter, die Verbreitung neuer Technologien und die damit verbundenen Herausforderungen. Der ungarische Kanuverband wird am 27. Juli nächsten Jahres das 7. Herwis-Balaton-Überquerungsrennen veranstalten, für das ab dem 1. Februar angemeldet werden kann. Laut der Erklärung wird das Event erneut am Strand von Samardi stattfinden und die Teilnehmer können von hier aus die 8 Kilometer lange Strecke absolvieren. Die Skipiste in Ippling ist geöffnet und die Liebhaber von Wintersportarten können vorerst die A1-Strecke und die Anfängerstrecke nutzen. Die 1048 Meter lange, 176 Meter Höhenunterschied aufweisende Hauptstrecke A1, der 4-Personen-Sessellift auf der 757 Meter langen Piste und die Anfängerstrecke T1 sind in Betrieb. Auch die Dienstleistungen der Hütte und des Verleihs für Ausrüstungen können in Anspruch genommen werden. Die Preise für Tickets, Mehrfach-Tagespässe und Saisonpässe wurden im Vergleich zum Vorjahr um 6% gesenkt. Die Schneehöhe beträgt laut den auf der Webseite des Skigebiets veröffentlichten Daten 70 cm. Am 8. und 9. Dezember findet das 14. July Honig- und Lebkuchenfestival statt, bei dem traditionell die Auszeichnungen des Wettbewerbs hervorragender ungarischer Honig des Landes vergeben werden. Das Hauptziel der Veranstaltung war von Anfang an, als das Festival noch in einem kleinen Privathaus stattfand, dasselbe wie heute, die Förderung von Honig. In dieser Hinsicht haben sie die großen Fortschritte gemacht. Vor einigen Jahren suchten die Käufer nur nach Akazien und gemischten Honig, aber heute suchen viele auch nach neuen Sorten und werden hier fündig. Man fügte hinzu, dass der durchschnittliche Honigkonsum pro Kopf in den letzten Jahren enorm gestiegen sei. Am 9. Dezember lädt das traditionelle Programm Adventliches Kelleröffnen die Interessierten nach Hajosch ein. Die Straßen des Kellerdorfes werden wieder weihnachtlich duften. Beim Spaziergang kann man in die verschiedenen Weinkeller eintreten, deren beleuchtete Fenster den Vorbeigehenden gastfreundliche Atmosphäre versprechen. Die Orientierung zwischen den über 1200 Weinkellern wird durch eine Karte und leuchtende Lichter in den Fenstern erleichtert. Das Wetter in Ungarn. Am Dienstag wird es tagsüber mehr Wolken geben, aus denen auch Schnee fallen kann. Nur im westlichen Teil Ungarns können sonnige Perioden auftreten. Ab dem Nachmittag beginnt im Westen weiterer Niederschlag. Zunächst Regen, dann Schneeregen, später wird Schnee immer häufiger. Die Temperaturen können tagsüber zwischen minus 1 und plus 7 Grad liegen. In Richtung Südwesten wird das Wetter milder. Am Mittwoch wird aufgrund eines weiteren mediterranen Zyklons von Westen her immer mehr Niederschlag erwartet.
Westen und Norden Schnee, anfangs anderswo Regen, dann immer mehr Schneeregen und Schnee. Die höchste Tagestemperatur liegt dann zwischen 0 und plus 7 Grad. Der Wechselkurs heute 380 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.